Was macht die Karte jetzt? Oh mein Gott! Was? Was hat Supercell da ins Spiel gebracht? Einen fliegenden Schweinereiter? Die neue Mai-Season in Clash Royale kommt mit der allerersten Super-Champion-Truppe jemals und zahlreichen weiteren Dingen. Was alles im Update kommt und vor allem, wie der neue Super-Champion-Schweinereiter funktioniert, das siehst du jetzt. Daumen nach oben und Abo da lassen, wenn es dir gefällt und du keine weiteren Videos zu allem weiteren, was in der Season kommen wird, verpassen willst. Und natürlich heute Abend im Livestream dabei sein. Plus nicht vergessen, gerne auch Core Big Spin gratis im Shop tragen. Kuss geht raus und wir gehen rein. Die neue Season im Mai wird bereits am nächsten Montag, also in wenigen Tagen, starten. Und hier sehen wir direkt eine Sache, die sicher viele von euch erfreuen wird. Denn Supercell hat jetzt einen Monat lang den Pfad der Legenden im Mega-Ausfall-Modus gehalten. Doch im Mai kommt der ganz normale Ladder 1 gegen 1 Modus mit einem vorgefertigten Deck aus 8 Karten wieder zurück in Clash Royale. Das bedeutet, dass ihr ganz normal eure Main Decks wieder zocken könnt in Ladder und hier natürlich auch wieder mehr Deckvorstellungen für euch kommen werden, Freunde. Ich persönlich fand die Mega Draft Season sehr, sehr geil. Es war eine gelungene Abwechslung, hat sehr viel Spaß gemacht, aber ich freue mich natürlich auch wieder mal normale Decks in Anführungszeichen zocken zu können. Das heißt aber für die Zukunft noch nicht, dass es immer so bleiben wird. Ja, weder wissen wir, ob die Mega-Auswahl nochmal zurückkommen wird, noch ob vielleicht irgendein anderer Spezialmodus kommen wird. Denn wir haben hier auch wieder bei Ultimativer Champion das ganz normale Emote mit dem König, der eben sozusagen dieses Zeichen, diese Medaille oder dieses Peace-Zeichen macht. In der Mega-Draft-Season, und da hat Supercell sich schon zu geäußert, hatten wir ein anderes Emote. Und dieses andere Emote wird eben dann wiederkehren für Ultimativer Champion, wenn es einen weiteren Spezialmodus im Pfad der Legenden gibt. Heißt, wir wissen nicht, wann er kommt. Wir wissen nicht, ob es nochmal eben Mega-Draft sein wird, ob es was ganz anderes sein wird. Aber Supercell plant wohl, noch das ein oder andere hier in den Modus perspektivisch zu bringen. Wir wissen aber noch nicht mehr und die Season wird erstmal ganz normal sein. Darüber hinaus haben wir natürlich auch einen neuen Pass Royale. Ihr seht, die Season heißt Clash-Bücher. Supercell hat nämlich jetzt so ein Buch rausgebracht, in dem ein Schweinereiter der Hauptcharakter ist, für Clash of Clans und für Clash Royale so ein bisschen die Geschichte übergreifend. Und ihr seht, deswegen hier auch die Clash-Bücher. Im Pass Royale, da haben wir ganz normale Dinge, ne? Den muss ich jetzt für euch nicht durchgehen. Wir haben aber natürlich auch einen neuen Season-Shop. Und hier haben wir ganz im Zeichen eben des Schweinereiters 20 mal den Schweinereiter, die Widerreiterin dann, natürlich auch hier wieder die normalen Preise, die wir kennen. Dann haben wir ein gewöhnliches Buch und der Mönch ist die diesmonatige Karte, die ihr euch eben, wenn ihr das wirklich machen wollt, ich würde es euch nicht empfehlen, für die Liga-Token holen könnt. Dann haben wir eben diese Emotes, diese beiden Schweine-Emotes, kann ich euch gleich auch nochmal zeigen, Freunde. Und dann haben wir hier nochmal mehrere Banner, die ihr euch im Season-Shop kaufen können werdet. Kommen wir nun zu den Emotes und hier haben wir erstmal Turmskins. Turmskin haben wir unter anderem den hier. Der ist ziemlich, ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Also einfach ein Hawk Tower sozusagen. Sieht auf jeden Fall cool aus. Weiterhin haben wir dann aber natürlich neue Emotes und die sind mal wieder sehr, sehr gelungen. Wir haben einmal diesen Kollegen hier, den sauren Hawk. Dann haben wir dieses Ferkel, was irgendwie landet. Also die Schweinen, die Sau, kann man das sagen? Ja, ich glaube die Sau. Dann haben wir hier diesen Kollegen, der lacht einfach. Finde ich jetzt nicht ganz so spektakulär, aber natürlich auch cool. Wir haben einmal genau diesen hier, wird einfach mit dem Pömpel abgeschossen. Und wir haben einmal den Kollegen, der sich dann einfach zurück in den Ferkel verwandelt. Soweit zu den Emotes. Eine neue Arena werden wir dieses Mal nicht haben. Und es wird auch wieder einige interessante Angebote und auch einen neuen Tower-Skin im Shop erwerbbar geben. Auch im Party-Modus werden wir wieder jede Woche eine andere neue Challenge haben. Und das Ganze beginnt mit dem Super-Champion-Battle mit dem neuen Superschweinereiter namens Terry. Diese Challenge wird direkt am Anfang am Start sein von der Season. Und ich werde gleich gegen Morten ein Best of 3 zocken mit komplett zufälligen Decks. Ich kann euch sagen, diese Karte, der erste Super-Champion, den wir haben, ist komplett verrückt und wird auf jeden Fall sehr, sehr geil zu zocken sein. Weiterhin werden wir aber einen sogenannten Champion-Clash die Woche darauf haben. Dann in der nächsten Woche werden wir einen Mega-Mönch haben. Auch dazu gibt es dann Content, wenn es eben soweit ist. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen, Freunde. Dann haben wir noch eine ganz besondere Challenge. Die kann ich euch noch nicht spoilern, aber auch da wird ganz, ganz wild was abgehen. Und dann haben wir nochmal den Champion Hawk Rider eben in der letzten Woche der Season. Zusätzlich haben wir auch zwei globale Turniere in der Season. Das eine Turnier, das erste, wird ein normales GT sein. Und das zweite globale Turnier, da steht jetzt hier Mirror Mode. Ich hoffe ganz, 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 ganz doll, dass das kein globales Turnier sein wird, sage ich euch jetzt auch ganz ehrlich, wo du diesen Spiegelmodus hast und das gleiche Random Deck spielen musst wie der Gegner. Ich finde den Modus komplett wack. Ich hoffe einfach nur, dass der es nicht ist, Freunde. Das wäre sonst die Hölle. Ich glaube, ich würde es
Musketiergefühl gar nicht spielen. Aber darum soll es auch gar nicht gehen. Wir gucken uns jetzt den Super Champion, den Hawk Rider Terry an und schauen mal, was der drauf hat. Wir werden jetzt zum ersten Mal den brandneuen Super Champion, den Schweinereiter namens Terry, frag mich nicht, wer sich das ausgedacht hat, zocken und zwar mit Random Decks im Best of 3 gegen Morten. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. 3, 2, 1, das ist unser Deck. Oh Gott. Und jetzt gucken wir mal, was die Karte kann und natürlich, ob wir gewinnen können. Wir sind jetzt drin und jetzt bin ich gespannt, was kann die Karte. Ich habe sie bisher noch gar nicht gezockt. Ich würde sagen, wir setzen sie direkt mal an der Brücke an. Ihr seht, die Karte heißt doch einfach Terry. Los, Terry Bitch, rein da. Hä, okay, der macht keinen Offroad-Jump. Was macht die Karte jetzt? Hä? Oh mein Gott, was? Das ist übelst weird. Digga, was ist das denn? Die Karte springt hoch und Knockback, alles um 10 Kilometer, hä? Okay, warte mal. Guck mal bitte hin. Was macht Terry jetzt? Nee, 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 mein Terry ist erster, guck mal, hallo? Bam! Ja, was ist das? Ja, aber jetzt meiner, ist das für ein Müll? Digga, ich check die Karte halt nicht. Ja, also die geht dann immer so, aber ist das so nach einer random Zeit immer? Nee, nee, das, Bruder, das ist der Effekt. Was? Ja, aber wann wird der freigesetzt? Hä, wenn du drückst, hallo, das ist ein Champion. Ach so, Digga, das hab ich gesehen. Bist du dumm? Digga, ich bin komplett verblödet. Ach so, Digga, yo. Digga, ja, geil. Ich hab cool. Ich bin heute eh blind irgendwie. Heute ist wirklich ein blinder Tag bei mir, Mann. Ja, ich merke das. Ja, also es ist offensichtlich hier eine Fähigkeit. Die Karte springt hoch und schleudert einfach alles kaputt. Es sieht komplett wild aus, wie sie das gemacht haben. Die Karte wird einfach hochgebeamt. Ich habe keine Ahnung, was ich davon halten soll, aber ich finde die Karte auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Sagen wir es mal so. Wir finden sie zunächst einmal interessant. Wir machen jetzt mal so. Zack, nee, du den ganzen Lachs mal. Okay. Dann geht's hier mal in den Dark Prince rein. Warte, aber tötest du die Viecher jetzt? Junge! Hä? Wie random, hä? Hey, gar nichts gemacht. Komm, ja, nichts gemacht. Weil die Einheiten nicht direkt dran waren. Ich glaube, du musst in so einem gewissen Radius. Warte mal. Ich setze sie mal ein. Und versuch's jetzt mal gegen die Guards. Digga, was? Ich bin da vorne. Hast du gesehen? Kann die Gebäude skippen? Warte mal. Junge, ich glaube, das skippt gleich ein Gebäude. Was ist das für eine gestörte Karte, hä? Check's gar nicht, Mann. Digga, was hat Supercell da ins Spiel gebracht? Einen fliegenden Schweinereiter. Hä? Was passiert hier? Junge, was ist das? Digga! Los, Mann! Dann kommen ja die Anfälle! Okay, ich hab einen Plan, guck hin. Oh, schönes Tor. Oder verteidigen sie am besten erstmal. Was passiert hier? Klar. Doch was? Der hat die Kanone getötet! Hast du ja gesehen? Okay. Nein, hab ich nicht gesehen. Ich zeig ihn erstmal rein. Wie viel Damage war das, Alter? Ja, jetzt bin ich gespannt, Mann. Mein Hexen. Ah! Okay. Was? Digga, 500 Damage! Das ist richtig worth it! What? Komplett jetzt gekraft bei dir! Junge, was ist mit der Karte los? Die rastet ja komplett aus! Also, Digga, was ist das denn? Nein, ja, geil. Nein, ist so einfach. Ach, Digga, jetzt machst du Feuerwehr-Cycle oder was? Also was macht der Karte jetzt? Zack. Oh mein Gott, das Holz gelöscht. Ja, okay. Interessant. Also die Karte ist ja vorgewillt. 1-0 für dich, aber das ist ja komplett krank. Deck Nummer 2 und wir gehen rein. Das erste hat nicht ganz so gut geklappt. Ich würde sagen, wir drücken auf den Zauberstab, zack, und das ist unser Deck. Okay, ich würde sagen, wir haben einige gute Karten dabei. Unser Deck trotzdem natürlich insgesamt nicht das Beste, aber wir gehen rein und versuchen. Wir sind drin, Freunde, jetzt versuchen wir das Ding zu gewinnen. Morten meinte schon, er hat ein gutes Deck. Ich würde sagen, wir setzen aber den Ghost ein. Unser Deck ist, glaube ich, nicht ganz so gut. Wir gucken mal. Okay, du hast jetzt hier einen Grabstein am Start. Och, du hast eine Hexe oder was? Salz mal, du hast jetzt einfach Royal Giant oder was mit Schweinereiter? Was ist das denn? Nee. Okay, vorher war das? Nee. Okay, du setzt den Schweinereiter ein, ja. Ich setze ihn einfach defensiv ein. Ich kenne da nichts. Ist gar nicht mal so schlecht irgendwie. Jetzt irgendwie das gute Timing erwischen, damit alle Kobolde stehen. Hey, was ist das? Gut geklappt. Egal. Digga! Oh mein Gott! Ich dachte den Prinz. Hallo! Ja. Es ist so krank. Es ist guter Schaden, aber irgendwie nicht genug. Ja. Oh, du hast einen Graveyard. Ja, Bro, okay. Okay, sorry. Aber egal, du hast doch keinen Damage gemacht. Nee, okay. Noch nicht, okay. Ein Hit war's. Es ist noch eben, Freunde. Mhm. Wir sind noch eben dabei, aber ich frage mich gerade, die Einheiten retargeten nicht. Der springt einfach hoch und der Prinz wartet einfach. Der geht nicht auf die Kurbel, der wartet auf den. Sehr interessante Mechanik. Ja. Jetzt müssen wir die Kobolde da einsetzen gleich, hoffentlich. Ja, dass der auch Terry heißt, ist halt auch geistesgegangen. Terry einfach, Junge, was ein Name. Okay, jetzt machen wir das mal so, okay, ja.
Gute Hexe, okay, Digga, warum hast du auch Hexenmutter wie bodenlos eigentlich? Zack. Digga, der springt einfach an den Tom. Was ist denn das für ein kranker Müll hier? Aber der greift nicht alle an. Also die Radius ist ganz schön klein. Ich hab einfach nichts gegen Hexenmutter. Ich hab nicht aufgepasst und hab vercheckt, dass du die Hexenmutter hast. Okay, nochmal für die Disrespect. Und! Einfach Tor weggebasht. Was ist das für eine Karte, Junge? Das ist ein Sumo-Ringer, Junge. Ich mag das. Das ist wirklich Wahnsinn. So wie Iron Man, Junge. Fliegt einfach vom Himmel und auf einmal kracht's. Okay, Prinz rein. Du hast echt, also du hast so ein geiles Deck. Ich weiß gar nicht, was das soll. Ich hab doch ein Golem. Ja, das meine ich. Ich hab ein ganz normales Friedhof-Deck. Einfach nur, anstatt irgendwie Eis-Golem, hab ich einfach den Terry. Super Terry. Du hast den Terry im Boot. Ja, okay. Okay, ja. Mal gucken. Okay, so suchst du den Pushen hinzubauen, ja. Mach das mal so, zack und zack. Let's go. Okay, der Turm ist down. Sehr gut, da müssen wir gar nicht hüpfen, das ist gut. Jetzt hier hüpfen, stimmt es an? Ja, Alter, oh, Junge. Das ist so krank, ey! Der beste Hüpfer! Digga! Das ist einfach Flipper, Flip das Ding, oder wie heißt das Ding aus Biene Maya? Wahnsinn! Hast du Biene Maya geguckt früher? Ja, eher passiv. Eher passiv, okay. Ich kenne noch diesen, wie hieß der? Der Grüne da. Flipper, oder? Flip, oder wie hieß der so? Flip der Grashüpfer, war das nicht so? Was war es nochmal für ein Tier? Grashüpfer, ja. Jo, bei dir kracht's jetzt. Bei mir? Oh Gott, Digga. Ja, Bruder, du hast halt Hexenmutter, ich hab Spawner, was ist das für ein Müll? Game ist rigged. Das ist echt rigged, ich sag's dir, wie es ist, Junge, hä? Was ist hier los? Okay. Was machst du jetzt? Ich weiß nicht. Ich will meine Grabsteine wie so ein Penner. Ja, ich merk das, du spammst echt deine Grabsteine, diese Hessen und her, es nervt. Okay, die Mutterhexe. Ey, Digga! Du hast so gute Antworten, das triggert mich übel, hä? Kann er den Charge dodgen? Nee, schau mal nicht. Digga, oh mein Gott! Einfach, was ist das? Komm, mach nicht nur eine bitte. Einer. Okay, passt. Nehmen wir mit. Bringst du Hütte rein. Geh, okay, Rainer. Los, Terry, zeig, was du kannst. Terry, du Schwein! Komm, Junge! Und jetzt der Zap und jetzt krass! Was ist das, Mann? Du hast ein Feuerwehr gedodged! Ja, ich hab dich outterried! Ach, Junge, das ist echt outterried. Und die Ability lädt ja auch viel schneller als bei all den anderen Champions. Ja, ist richtig. Das Problem ist halt, ich habe nichts gegen eine Hexenmutter, nach wie vor. Ja. Und du hast, oh, Digga, das ist doch nicht wahr! Was kriegst du für Decks, Junge? Ein ganz so, Digga, manchmal kriegt man halt wirklich solche Mülldecks, aber das Deck ist wirklich komplett normal so. Komm, Junge! So satisfying. Komm, zeige mal unser Terry. So, ist echt voll recycelt. Ja, sowas in der Art. Ja, das gewonnen, glaube ich, jetzt. Das ist gewonnen, der wird jetzt umsatz. Komm, Terry, tu's! Digga, wie ist dein Ding denn nicht gestorben, Mann? Deine Hexenmutter lebt immer noch! Du gewinnst damit die Hexenmutter, Bruder, was ist das? Aber ich finish dich mit Terry. In Style! In Style! Nein, niemals. Terry! Terry! Lauf, pick ihr Turm! Terry, spring, du Sau, los! Hopp, hopp! Das ist so krank, Digga! GG, okay. Wir machen trotzdem noch ein Game. Ihr habt gesehen, die nächste bodenlos. Wir geben unser Bestes und gucken mal, ob wir noch eins gewinnen können. Letztes Match und wir gehen noch einmal rein mit einem neuen Deck, Freunde. Ich würde sagen, wir drücken drauf. Zack. Und das, okay. Das wiederum könnte eventuell funktionieren. Eine Karte ist komplett fehl am Platz, aber ich würde sagen, wir gehen rein. Letztes Match gegen Morten, Freunde, und wir versuchen natürlich jetzt nochmal den Ehrentreffer zu landen. Ja, wir gehen und dafür guckt euch für den Ehrentreffer. Für den Ehrentreffer sind wir direkt ehrenlos rein. Digga, willst du mich flachsen? Ich hab wieder ein ganz normales Deck. Digga, du hast immer Hexenmutter, ich hab Graveyard, was soll denn das? Ich hab wieder ein ganz normales Deck. Ich sag's dir, wie es ist. Das ist komplett bei dir, Digga. Das ist komplett wild, ich schwöre. Ich weiß, du kannst wieder nichts machen, du hast jetzt schon wieder gefühlt verloren. Richtig, genau. Ganz genau. Macht der Schwan gerade Normal Damage? Also außer dem Sprung? Ja, ne? Ja. Er hat auch gefühlt über viel Leben, oder? Ich hätte mehr Leben, ja, ne? Ja, safe. Das ist ja komplett krank. Ja, der Snipe! Ja, safe der Snipe, oder? Du hast der Hexenmutter gegen Graveyard großer, ich kann nichts tun. Ja, das kann sein. Aber die Barbs sind gegen den irgendwie gar nicht so geil, habe ich das Gefühl. Nee, die ist sterben halt gefühlt fast. Also, die werden, halt fett zurückgeschleudert. Ja. Terry! Do it, Bro! Komm, Junge. Ein Knockback ist halt auch immer geisteskrank. Ja, plus der Schaden. Der Ghost ist halt bei 50% Leben. Ich kann Essential die Bats nicht setzen. Das Game ist komplett durch. Junge, ich hab Bats, Grave. Wie will ich denn gewinnen gegen dich, Mann?
Es ist so krass, Digga. Ja, GG's. Okay, ist fein, Freunde. Ihr habt einen guten Eindruck von der Karte bekommen. Wir gehen natürlich nochmal unser Best, aber ihr seht, er konnte euch schon echt bodenlos. Der Schweinereiter ist am King, stirbt irgendwie nicht. Terry ist komplett dran. Kannst du die Fähigkeit nochmal machen? Los! Komm, Junge, bam, Digga! Was ist das? Es sieht da so dumm aus. Der Schweinereiter fliegt einfach in die Luft. Es sieht so aus wie aus so einem. Es sieht aus wie bei Mario, Junge. Du springst einfach. Ja, ist wie geil. Wie bei Mario in den Röhren. Wie Healer. Digga. Ja, Healer leider. Ich hab nichts anderes. Mein Deck ist nicht ganz so geil wie deins. Ich hab wieder ein normales Deck, also. Ja, ich weiß auch. Geil. Du hast einfach komplett Feuer überbellt. Ich hab keinen Feuerball, hä? Ist das auf 3? Was? Oh Gott. Ich hab gefragt, ob du auf 3 gehst. Wieso? Nee, nee, noch nicht. Ich zeige mal Terry nach hinten. Wir spammen jetzt. Wir zeigen Terrys. Oh, Slippedick! Ja, ist wichtig. Los jetzt. Spring, du Sau! Ja. Oh. Ja, ich hab Terry noch getroffen. Wichtig. Terrys kamikazisieren sich gegenseitig. Komm. Terry steht im Stau, Großer. Da bringt auch nichts. Oh, was? Ey, das ist so random. Ich hab manchmal das Gefühl, ich spring 10 Meter, manchmal spring ich einfach nur 2 Meter. Das ist komplett random. Ja, ja, das ist echt komisch. Ja, ich bin die Gebäudenzeige. Ich krach ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Ich habe irgendwie nicht so die Möglichkeiten gegen dich, leider. Du hast mir ein bisschen zu viel Stuff hier. Jetzt kommen wir den nächsten Terry rein. Dann machen wir das mal so. Zack. Geht ja auch Luftkarten? Nee, ne? Was? Nee, oder? Wo geht's denn? Nee, ah, das ist ja komplett dumm, Digga. Oh, was machst du da? Oh. Nee, jetzt werde ich hier gepoisoned. Ja, du wirst vor allem gehackt. Oh! Geterried. Nee, Mann. Nein! Schweinezuchtverein abmelden! Ist gewonnen, Digga. Es ist so ekelhaft, ne? Das Digga, Muttex ist broken. Dass ich dann auch noch wirklich, dass du zweimal diese Karte bekommst! Es ist so krank! Ja, GG, ihr habt die Karte gesehen. Das aber auch alles, auf was ihr euch im Update freuen könnt, Freunde. Alle weiteren Modi, die gibt's dann in den nächsten Wochen. Ich kann euch versprechen, es wird noch einige komplett kranke Modi geben, die ihr so niemals erwarten werdet. Unter anderem eine völlig neue Art und Weise, Clash Royale zu spielen. Ansonsten schaut auch gerne bei Morten vorbei, da machen wir jetzt eine Revanche. Danke fürs dabei sein. Wir sehen uns im nächsten Video. Hau rein, bis dann!